Ja, das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, das zieht sich heute durch unser Programm. Und wir haben ja schon erfahren, dass ein Lehrer die Melodie und ein Pfarrer den Text geschrieben hat. Aber wo wurde es eigentlich das erste Mal aufgeführt, dieses schönste aller Lieder? Die Stille Nachtkapelle in Oberndorf. Hier ist das Lied zum ersten Mal erklungen. Allerdings nicht hier in der Kapelle. Die ist erst viel später entstanden. Ursprünglich stand an dieser Stelle eine mächtige Kirche, die St. Nikolauskirche. Die ist allerdings einem Hochwasser zum Opfer gefallen. Die Oberndorfer lebten zu dieser Zeit vom Salztransport auf der Salzach und vom Schiffsbau. Es waren fleißige Leute, die konnten ordentlich anpacken. Wir schreiben das Jahr 1818. Die letzte napoleonische Schlacht wurde 1815 in Waterloo geschlagen. Und die Leute hatten nur noch eine einzige Sehnsucht. Endlich in Frieden leben. Und so fanden sich die Schiffsbauer mit ihren Familien in der Nacht vom Heiligen Abend auf den ersten Weihnachtsfeiertag hier in der St. Nikolauskirche ein und feierten die Geburt des Herrn. Und sie lauschten gebannt, was ihnen der Organist auf seiner Orgel an schönen Melodien spielen wird. Aber die Orgel blieb stumm. Und stattdessen ertönte von der Empore herab eine Gitarre und zwei Männerstimmen, der Pfarrer und der Lehrer, Mohr und Gruber. Und sie sangen und spielten auf die einfachste Art und Weise ihr neues Weihnachtslied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Wie oft dieses Lied seither wohl gesungen wurde? Millionenfach, unter Christbäumen, auf Adventsfeiern, auf Weihnachtsmärkten, in Kirchen und das darf man gerade heuer nicht vergessen, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs auch in Schützengräben. Weihnachten 1914 in Verdun. Deutsche Soldaten singen Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wenige Augenblicke später, ein paar Meter weiter jenseits der Front, stimmen die französischen Soldaten mit ein in ihrer Sprache. Oder Weihnachten 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, singt der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill auf einer Weihnachtsfeier vor dem Weißen Haus Stille Nacht, Heilige Nacht. Tja.